Construction complete. Special project complete. Mit einer meisterhaften Ingenieursleistung hat es das Team unter Wissenschaftsoffizier Merck Fiss geschafft, das verlassene Schiff auf vorsichtig in der oberen Atmosphäre des Gasriesen zu heben. Trotz seines Alters ist der uralte Kreuzer in einem bemerkenswerten guten Zustand. Wir haben seine Energieversorgung wiederhergestellt. Von der ursprünglichen Besatzung gibt es keine Spur, aber wir haben unsere eigenen Leute an Bord gebracht und das Schiff in unsere Flotte übernommen. Ja! Planetenbund der Begidi wird neuer Besitzer. Ja, jetzt sind wir halt drüber und machen Minusenergie, aber wir haben einen Kreuzer. Ah. Das wird unser neues Flaggschiff. Toll. Finde ich toll. Jetzt können wir in the contact screen we see it. Ruhig. Transportschiff, Forschungsschiff, Kolonialschiff, Konstruktionsschiff, Korvette. Ja, wegen wir können noch keine eigenen bauen, deshalb können wir jetzt darüber auch nicht entscheiden. Über das. Aber das soll erstmal zu uns. Der hat auch einen besseren Warpkern, seht ihr das? Hier, guck mal, oder nee, doch nicht. Okay. Aber der wird dann erstmal hier zur Heimatflotte mit integriert. Aha, wunderbar. So, was machen wir jetzt? Wir annektieren hier unten das System. System Survey complete. Evading hostile fleet. Die sind immer noch da. Ja, hier gibt es nicht besonders viel. Dann können wir dich... Ach nee, wir haben die Forschung noch nicht, ne? Ei, dauert das lange. Die sind kleiner geworden. Die haben einen Planet verloren. Die haben einen Planet verloren. Aha. Jetzt sind sie nur noch ebenbürtig. Die haben wirklich den Planeten verloren. Interessant. Und mit dem sind wir schon sehr gut. Wir können jetzt die... Achso. Okay. Aber wir können die, glaube ich, schon zu einem Bündnis einladen. Yay! Seht ihr es mir nach, wenn ich meinen Bildschirm etwas dunkler stelle? Ich kann es einfach nicht entgehen mit euren ekelhaften Gesichtern. Das ist wirklich sehr sehr unfreundlich von euch. Research complete. Flottenkapazität, das ist wichtig. Oder das. Ja, das ist wichtig. Obwohl, das ist eigentlich auch wichtig und das braucht man nicht unbedingt. Das benutze ich so gut wie nie. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal, das regenerative Rumpfgewebe. Oder doch? Ah, verdammt. Ah, das ist selten. Das dauert aber auch so lange. Ach, verdammt. Dann heilen unsere Schiffe nämlich auch so, wenn... Colony established. Ha? Ha? Um eins hat sich's erhöht. Jetzt mache ich erstmal euch... So. Unsere Heimatflotte. Mit unserem Flaggschiff. So, und jetzt unsere Kolonie. Die Kolonie bekommt auch einen Weltraumhafen, ja. Das erhöht dann auch unsere Flottenstärke. Seht ihr? Badam. Und... Das können wir nicht entfernen. Aber die haben zum Glück schon mal genug Nahrung. Ja, das lasse ich mal da. Ich lasse euch erstmal machen. Ah, unser Konstruktionsschiff hat hier... System Survey complete. Okay, wunderbar.
Und dann gleich mal hier eine Forschungsstation. Eine Forschungsstation. Und dann kannst du eigentlich gleich danach hier... Hier eine Bergbaustation und hier eine Bergbaustation und hier noch eine Forschungsstation. Da haben wir gleich dieses ganze System übernommen. Hier können wir dann auch noch eine Forschungsstation hin tun. Vier Wissenschaft, wunderbar. Es wird. Das ist gerade so in unserem Bereich. Wieso fliegt jetzt unser... Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich kann, glaube ich, aber auch... Anomaly found. Jetzt wartet da. Die sind wahnsinnig. Das... Habe ich mir gedacht. So, 7% der Planeten treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Aufgrund der gewaltigen Segel, die aus seinem Rumpf hervorragen, scheint es sich um Energiegewinnung auf der Sonne verlassen zu haben. Okay. So, jetzt aber Konstruktionsschiff. Jetzt schreibe ich gerade also mit Mr. Fleck. Okay. Viel Spaß, ihr noch bei... Ich mache Feierabend. Einen schönen Abend noch. Einen schönen Abend noch. Und willkommen in meiner Aufnahme. So. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Ich weiß aber nicht, ob ihr das seht hier, also wenn ich mit ihm schreibe oder ob ihr nur Stellaris im Hintergrund seht. Da ist die gute Energie. Oh, Forschungsschiffe sind untätig. Ja, das glaube ich. Das dauert noch lange. Und die können gerade nichts machen. Aber die Heimatflotte, die kann jetzt mal hier hinfliegen. Können jetzt langsam mal hier die Systeme... Ah! Die gibt's nicht mehr. Die wurden übernommen. Da nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, um das System zu erkunden und um... Das darf ich nicht. Und um das System zu erkunden. Du machst auch irgendwas wunderbar. Was? Der Flottenaufklärungsdienst hat in den letzten Monaten mehrere Angriffe auf zivile Schiffe in unserem Raumbereich gemeldet. Die Täter scheinen Deserteure und andere abtrünnige Elemente von Quasar zu sein. Diese Kriminellen haben aus mehreren stark modifizierten Zivilschiffen eine behelfsmäßige Weltraumflotte aufgebaut und nennen sich nun die Prison Band. Aha. Ihre Schiffe sind zwar unausgereift, stellen aber dennoch eine Bedrohung, da wir... Naja, wunderbar. Ganzen Stab in Alarmbereitschaft schickt die Flotte los. Ja, großartig. Piraten. Das dauert dann noch. Du hast dich da etabliert. Evading hostile fleet. Science ship. Schwerer Misserfolg. Der Orbitalbereich über Dorf 1 wird anscheinend von einer großen und aggressiven Spezies von Weltraumkreaturen als Paarungsgebiet benutzt. Zwei der Kreaturen, die von der Al-Ziodak anscheinend mitten in den Paarungen gestört wurden, waren machten wütend auf der einen. So. Na, das ist ja... Ganz toll. Und dann hau mal ab. Kannst die doch nicht bei der Paarung stören, Mensch.
Und weg. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich auch noch Husten. Na, du brauchst aber auch lange. Greift sie an. Ich würde gerne wissen, was der für Waffen hat. Die müssen sich nach einem Wurfflug erstmal wieder erholen. Also die Energie, die Systeme hochfahren. Das weiß ich noch. Das ist der eigentlich fast einzigste große Nachteil von Warp-Antrieb. Wenn da eine feindliche Flotte dann ist, dann ist man der erstmal kurz ausgeliefert. Ja, der hat nicht mal Schilde, der große. Aber das sieht schon majestätischer aus, wenn da so ein großer Kreuz ist. Das ist jetzt mein Flaggschiff. Da ist der. Da ist jetzt unser. Direkt liegt die Klasse. Das ist jetzt unser Admiral drin, sag mal einfach mal. Ich habe eine Idee, den Admiral nenne ich jetzt einfach mal. Randale. Flag. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Randale müsste stimmen. Vielleicht mit Doppel-L? Nee, eigentlich nicht. Randale Fleck ist 42. Und ich bin 52 bereits. Unser Chaos-Admiral. Yay, Laser. Die heilen sich, seht ihr das? Die machen unsere Schilde stark schnell kaputt. Kristallwurst. Situation Log updated. Wir müssen uns danach immer wieder heilen. Also die Schiffe, die trifft das ganz schön hart. Was haben wir denn erforscht? Will ich nie. Bergbaunetzwerk Stufe 2. Anomaly found. Aha, unser erstes. Aha. Okay, Notsignal, das ist natürlich mal was anderes. Und dann die gute Forschung, yay. Ja, macht es. Eins nach dem anderen. Passt schon. Wird Zeit, dass wir unsere Forschung nämlich ein bisschen aufrüsten. Ja, überlegen sind die uns. Mhm. Okay, das gefällt mir nicht, weil die so stark sind. Hier ist eine bewohnbare Welt. Die sollte ich vielleicht auch einnehmen. Weil das hier ist eigentlich auch sehr interessant. Warum ist das so interessant? Die ist auch recht groß. Die sollte ich einnehmen. Werden die günstiger? Hier erforscht da oben und dann erforschst du jetzt mal
das hier und alles andere. Das System sieht nämlich auch sehr interessant aus. Aha, der ist auch für mich. Ja. Aber vielleicht nehme ich den Planeten dann doch ein. Ein Notruf eines Schiffes im Orbit um Metium 1. Das Schiff strahlt keine Wärme ab und scheint zu treiben. Wir haben ein Spiel. Natürlich haben wir Zeit dafür. Situation Log updated. Wieso bist du eigentlich so sehr beschädigt, Kollege? Vielleicht von dem Krieg. Das kann nämlich sein. Vielleicht sind die von dem Krieg. Ein übrig gebliebener. Von dem großen Krieg der Reiche. Special Project complete. Ist tot aufgefunden worden. Nach beunruhigend aber ist, dass sie anscheinend von einem hochentwickelten Hirnparasiten getötet worden, der sie befallen und in den Wahnsinn getrieben hat. Dank der Feststellung von Wissenschaftlern Antran können wir nun unsere eigene Besatzung von der Infektion schützen. Um Gottes Willen. Ein Hirnparasit. Klingt spannend. System Survey complete. Okay. Also das System sollte ich unbedingt einnehmen. Das Raumschiff kann ich noch aufrüsten, mache ich jetzt aber nicht. Ich erkunde hier weiter. Ich sollte hier Kolonieschiff. Ja. Um hier unten. Müsste ich das jetzt hier nicht anzeigen? Egal. Um hier unten dann das einzunehmen. Ja, ja. Spannend. Wir wachsen. Ich lasse mir das hier jetzt nicht wegnehmen von denen. So, Heimatflotte ist repariert. Heißt, wir fliegen mit denen jetzt... Piratenstandort. Ja, die Piraten machen wir alle. System Survey complete. Okay. Das ist jetzt nicht so interessant. Fügen wir da an. Aber ich denke mal, wie das hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Und... ich tue jetzt noch das Spiel speichern und ja, das die automatischen Spielstände in der Cloud speichern, mache ich das mal. Und das ist der Aufstieg der Bengeti. So, passt doch. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Euer Vogelimperium.